Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video von Tennis Mastery. Heute haben wir Video Nummer 2 aus der Aufschlagserie und heute geht es unter anderem um die Auftaktbewegung der Arme und um die Trophy Position. Viel Spaß beim Video! Also, beim letzten Mal haben wir uns ja schon mit dem Ballwurf beschäftigt und heute wollen wir schon einen Schritt weiter gehen, und zwar die Auftaktbewegung der Arme, die wir mit dem Ballwurf machen. Und zwar sage ich das immer verbildlich so, als ob ihr die Arme so bewegt, wie ein Vogel die Flügel ausbreitet. Okay, das heißt, wenn der Wurfarm nach oben geht, geht eigentlich auch der andere Arm mit nach oben. Bevor das aber passiert, wollen wir erstmal hier an die Position gehen, in der wir starten. Auf die Fußstellung legen wir erstmal nicht so großen Wert. Worauf ich immer großen Wert lege, ist, dass ihr ganz locker seid erstmal bei der Aufschlagbewegung, gar keine Muskulatur angespannt habt, sondern erstmal alles hängen lasst, damit ihr ganz entspannt hier seid und dann die Auftaktbewegung starten könnt. Als nächstes nehmen wir uns jetzt den Ball. Wie ich letztens schon gesagt habe, wir werfen den Ball nicht, sondern wir führen den Ball bis zum Augenlevel, lassen ihn dann los und schlagen in der Folge dann nachher zu. Bevor jetzt der Schlag kommt, brauchen wir erstmal den ganzen Bewegungsablauf des Schlägers. Also als erstes geht der Arm mit dem Schläger und der Arm mit dem Ball gehen gleichzeitig auseinander, dass wir so diese Position haben. Hier auf Augenlevel wird der Ball dann losgelassen. Und dann kommt die Bewegung, die wir letzte Woche oder die wir im letzten Video schon drin hatten, nämlich die Wurfbewegung hinterher. Okay? Wenn wir diese Wurfbewegung machen, haben wir auch direkt die Schulterkippe da drin, ne? Weil wir werfen ja nicht so, sondern wir werfen hier raus nach oben weg. Das heißt, die Schulter ist gekippt, wir haben hier wieder den Winkel im Arm und werfen nach oben raus, sodass die Schulter aus dieser Position wieder hier etwas höher geht. Okay, das wollen wir auch beim Aufschlag haben. Also, erstmal kommen wir wieder hier raus. Erstmal macht ein paar Wiederholungen, indem ihr den Ball hochwerft und einfach erstmal in diese Position hier geht, wie ausgebreitete Flügel eines Vogels. Okay, lasst den Ball fallen und danach wollen wir die Wurfbewegung, die wir letztes Mal erlernt haben, integrieren. Okay, damit das klappt, geht erstmal nochmal in diese Position. Ja? Wie ich gesagt habe, den richtigen Griff checken, der muss immer da sein, das ist das A und O, wenn wir den haben. Dann in diese Position, hier ist der Winkel drinne und dann machen wir ein paar Schläge so für uns, ohne Ball erstmal, ja, wieder hier aus dem Winkel, nach vorne raus, vorne treffen, jetzt mal ein paar wieder mit Ball, ja, dass wir erstmal wieder reinkommen und dann kommt die nächste Bewegung dazu und bei der nächsten Bewegung wollen wir jetzt diese beiden Elemente miteinander verbinden, okay, ganz langsam erstmal hier wieder paar Bewegungen vormachen, dann aus dieser Bewegung in den Winkel und nach vorne raus. Und nochmal. Vogel, Wurf, nach vorne. Und wieder. Vogel, Wurf, nach vorne raus. Okay, passt direkt drauf auf, dass ihr keinen Fußfehler macht, also vor der Linie starten. Und nochmal. Vogel, Wurf und nach vorne raus. Wenn wir es jetzt geschafft haben, diese beiden Bewegungen zu verbinden, das heißt dieses Öffnen plus die Wurftechnik, können wir uns ein bisschen mehr darauf konzentrieren, dass wir diese Schulterkippe drin haben. Das erreichen wir dadurch, dass wir den Wurfarm wirklich hier nach oben in Richtung Ball zeigen und hier eine Bogenspannung aufbauen, dass hier sozusagen eine Dehnung entsteht. Ja? Also ich werfe den Ball hoch, schiebe die Hüfte so ein bisschen nach vorne und dadurch erreiche ich auch diese Kippe in der Schulter. Okay? Machen wir ganz einfach mal. Ohne Schlag erstmal nur diese Kippe erzeugen. Also der Arm zeigt den Ball entgegen, die Hüfte geht ein Stück nach vorne und wir haben diese Kippe, die ihr jetzt hier seht. Und aus dieser Kippe wollen wir jetzt den Aufschlag machen, damit wir hier die Beschleunigung haben. Wenn ihr das jetzt alles macht, also alle Elemente miteinander verbinden möchtet, müsst ihr wieder darauf achten, bei dem Ballwurf, was für ein Timing ihr habt. Ja, wie hoch muss ich werfen, damit ich alle Elemente erstmal hintereinander verbinden kann. Wie viel Zeit brauche ich für die Ausführung dieser drei Elemente? Okay? Deswegen werft den Ball erstmal hoch genug, aber nicht zu hoch,
damit ihr wieder die Koordination in diesen Teilelementen habt und keine Pause entsteht zwischen diesen Bewegungen, damit die Geschwindigkeit, die ihr erzeugt mit einer flüssigen Bewegung, nicht verloren geht. Versucht etwa 1,20 Meter bis 1,50 Meter über euren Kontaktpunkt zu werfen. Dann seid ihr nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief, damit ihr keine Zeit habt, um den Schlag ordentlich auszuführen. Okay, das erstmal so als Faustregel. Das könnt ihr dann je nach eurem Schlagstil und je nach eurer Bewegungsausführung individuell verändern. Ja? Weil einzelne Elemente fehlen natürlich noch. Natürlich fehlt noch die Beinarbeit hier, dass wir runtergehen und dadurch noch mehr Kraft rausholen. Aber das kommt in einem anderen Video. Das wird jetzt alles zu komplex. Okay, versucht erstmal diese Elemente, wie gesagt, zu verbinden. Und wenn ihr hier eine flüssige Bewegung habt, dass die Arme auseinandergehen und von der Wurfposition nach vorne, dann können wir uns im nächsten Video nochmal um die Pronation kümmern und natürlich auch um einen Ausschwung. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video war lehrreich für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch hier, lasst ein Abo da. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.